Dem Rasenmäher, dem Gardena R40 Li, dem haben wir jetzt Spikes verpasst. Das ist schon mal cool, das hat viel geholfen. Aber der Akku ist auch hin. Den machen wir jetzt auch. Und habe ich mir jetzt einen bestellt, eBay. Und den kleinen Akku, den packen wir jetzt auch noch da rein. So, das ist so einfach, dass es echt wirklich schnell geht. So, ich habe mir einen Schlitzschraubenzieher mitgebracht und ein Kreuz. Und was brauche ich? Torx. Okay, alles klar. Dann mal schnell runter in die Werkstatt. Ich bin gleich wieder da. Also das ist einfach ein Stecker, ganz easy. Jetzt gucken wir uns das neue Teil an. Okay. Also es sieht identisch aus. Schauen wir mal, ob es passt. Den alten Akku schmeiße ich natürlich nicht irgendwo in den Mülleimer, sondern den packe ich mir zu meinen anderen Altbatterien und bringe die dann zur Altbatterieentsorgungsstelle. So, Laden steht da, sieht gut aus. So, dazu will ich kurz sagen, der ist wirklich im Moment, der ist losgefahren, der hat nach einer Viertelstunde knapp direkt aufgehört und hat den Weg zurück zur Ladestation gesucht und das auch kaum noch geschafft. Mit den Spikes, das Video verlinke ich dir hier oben, ist er jetzt wieder kräftiger gefahren. Das heißt, er kam jetzt auch wieder überhaupt über die Wiese rüber. Das klappt echt einwandfrei. Aber jetzt habe ich eben gemerkt, Akku ist Schrott. Die Tauschaktion war recht easy, wirklich einfacher geht es gar nicht. Das Video mache ich hauptsächlich auch zur Vollständigkeit halber. Ich hoffe, das Video ist trotzdem cool und hilft dir. Daumen hoch, wenn es so ist, Daumen runter, wenn nicht, ist nur fair. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das war Tom Tut, bleib hart am Gas.